Mann, ey, wegen Failer Gamer, ne, der sagt immer Tiptop, aber der Tiptop, das ist eigentlich ein Spruch, der von German Let's Play kommt. Jetzt sage ich den auch immer, nicht wegen German Let's Play, sondern wegen den Failer Gamer. Ey, das regt mich auf, ich muss abgewöhnen, weil ich will jetzt nicht, dass jemand zu mir kommt, du hast das von GLP geklaut. Ja, Pille-Rapalle-Rapu, das will ich aber nicht. Ich hate dich oder ich deabonniere dich, weil du von GLP was du nachmachst. Meine, an und für sich macht mir das ja nichts aus, aber trotzdem nerven die Kommentare einfach nur. Ich mache jetzt mal einfach euch zuliebe. LOL. Achso, da kann. Ey, cool. Da kann ich jetzt die ändern. Finde ich gut. Ja, ich habe das drin und eben deswegen wegen meiner Kopiewelt, damit ich da testen kann. Aber jetzt leckt es irgendwie gar nicht mehr. Finde ich gut. Oder vielleicht jetzt nur, wenn ich oben bin, wer weiß. Wenn ich jetzt nicht leck, dann nehme ich jetzt weiterhin auf, ganze Zeit. Vielleicht muss ich das Spiel auch einfach nur eingewöhnen. Wer weiß. Keine Lecks, 30 Frames. Ey, ich mache jetzt erstmal, pass auf, ich mache jetzt mal. Jetzt warten wir mal ab, bis die ganzen Monster spawnen. Derzeit machen wir mal hier ein bisschen. Wir haben 33 Kohle. 33 mal 2, nee, gar nicht. Jede Kohle, also jede Kohle kann 8 Gegenstände brutzeln. Das heißt, wir können 16, 24, 32 können wir maximal mit 4 Stück. Pam, es müsste perfekt hinhauen eigentlich. Und der wäre übrig. Komm, nur einer wird übrig bleiben. So, Punkt. Ja. Wenn wir die gebrannt haben, gehen wir nochmal runter und machen uns endlich ein Höllentor, damit wir hier drum kommen. Und in der Zwischenzeit nehme ich nochmal einen anderen Ofen und brenne mir Cleanies. Machen wir aber hier mal 8 hin, weil 8 mal 8 sind 64 und 64 können wir maximal haben. Die wir hier auch reinpoppen werden direkt. Und pam, jetzt haben wir hier ein schönes Schuberschnitzel. Darf auch direkt mal eins reinziehen werden. Perfekt. Okay, die Monster spawnen. Ich habe immer noch 30 Frames. Oder? Ja, die spawnen, die Monster. Fick dich. Komm, ich soll hier mal was hochkommen. Ja, da kommt anscheinend was. Ich höre hier ungefähr was. Ja, da sind noch die Zombies, die beiden. Machen wir einfach mal. Nee, gar nicht. Ja, toll. Scheiß drauf. Kann man hier reingucken? Nee, da kommt noch nichts hoch. Hallo? Muss ja wohl noch ein bisschen warten. Und so, jetzt habe ich nämlich die Steine da reingepackt, damit wir Cleanstone bekommen. Oh, die Arme. Meine Nachbarin, die ist gerade hier vorbeigeflitzt, weil es ja regnet. Und ja, dann machen wir daraus Cleanstone. Aus dem Cleanstone werden wir dann später den Brickstone machen und aus dem. Ach, scheiße, ich habe die ganze Treppe hier aus Dings gemacht. Ja, nun gut, machen wir halt ein bisschen Cleanstone. Was ich euch sagen kann, ich habe noch nie. Und ich schwöre, ich habe noch nie in meinem ganzen Let's Player-Leben eine Axt bekommen mit Silk Touch. Ist echt so. Machen wir noch einmal so, bam. Ich weiß, ich habe glaube ich schon, keine Ahnung, 500 Äxte oder so, ganz grob geschätzt, schon in den Enchanted Table reingepackt, auch auf Server, und habe mir die Dinger gecheatet, also die XP-Punkte, habe die verbraucht. Aber ich habe da. Moment, ich guck mal, ob was rausfällt. Was droppt. Ja, geil. Und ich habe da nie Silk Touch. Ich habe nur Effizienz rausbekommen. Immer. Aber nie habe ich Silk Touch rausbekommen. Das regt mich total auf. Glück habe ich auch schon rausbekommen. Alles außer Silk Touch. Und aus dessen Grund werde ich mir auch später einen Mod drauf machen, von wegen hier, da brauchen wir eigentlich nicht so. So, auch deswegen. Aus diesem Grund werde ich mir später auch einen Mod drauf machen, wo ich dann die Dinger so einstellen kann, was ich denn drauf haben möchte auf meinen Äxten und so.
Denn ich brauche für mein nächstes Projekt auf jeden Fall Silk Touch Axt. So. Batsch. Batsch, batsch, batsch und batsch. Yeah. Jetzt haben wir wenigstens hier meine Treppe. Endlich wurde auch langsam mal Zeit. Ja. Yeah. So, hier, das machen wir weg. Hier müssen wir mal gucken, ob wir hier, obwohl, ja, man kann, muss aber nicht. Also, es geht schöner, sag ich mal so. Ich mache jetzt einfach mal schnell, bevor die Monster kommen, die sind da jetzt wieder an. Wer es noch nicht mitgekriegt hat. So, so und so. Oh, oh nein, nein, Hilfe. So. So, und hier runter machen wir auch noch natürlich Cobblestone. Yeah. Oh geil, die Treppe ist eigentlich ganz schön geworden. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so knorke aussehen wird. Aber wir werden auf jeden Fall noch hier, wie keine Ahnung, Pistons machen, damit wir das abschließen können. Noch was Besseres. Aber das kommt später, wenn wir Pistons überhaupt haben. Wir brauchen den Sticky Pistons dafür auf jeden Fall. Dafür auf jeden Fall. Okay, ich bin auch mal ein bisschen... Ich sollte mal wieder Deutsch lernen. Ja, ich weiß, dass hier drunter ein Hole ist. Ja, ich glaube, da kommt was. Ich glaube, ich sehe da was. Oder auch nicht. Komm, gehen wir weiter. So, ich habe hier 30. Wow, das glaubt ja der Fisch nicht. Bam, 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 bam. Oh. Sehr schlau von mir. So, so. Oh, stimmt, wir brauchen ja zwei Eimer. Die können sich ja nicht stapeln. So. Und das packen wir dann mal hier hin. Hier hin. Das packen wir hier oben hin. Oder auch hier. Dann packen wir das hier hin. Buff und Buff und haben wir hier noch irgendwas? Buff, super. Dann packen wir Meat. So, was haben wir hier? Das, 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 Holz. Da kann man dann das, 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 das. So reinmachen. Und das können wir bei Coal können wir. Oh, ein Creepermann. Hallo. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall brauchen wir noch einen Golem. Das weiß ich auf jeden Fall. Wie viel Eisen haben wir? Für Eisen brauchen wir ungefähr. Boah, wie viel. Komm, da kommt doch jetzt was hoch. Hallo. Kuckuck. Boah, die Falle ist so geil. Machen wir später, komm. Wir gehen jetzt erstmal runter und holen uns die Lava hoch, damit wir unser Tor endlich mal fertig bekommen. Bam, bam, bam. Ich glaube, ich brauche einen super Abstieg, der einmal bis ganz nach unten der Schlucht geht. Zur Lava. Am besten lasse ich mich von Lava auffangen. Nee, Scherz. So. Sagen wir, wir sind... Boah, ich glaube es gar nicht. Wir sind... Alles ist voll. Futter und Leben. Und hier können wir uns ja runterfallen lassen. Stimmt, ja. Nee, das mache ich nicht. Was haben wir denn hier? Ein Skelettor. So, so, so. Und bitte nicht, bitte nicht. Geh weg, geh weg. Ah, gut. Jetzt wird's nämlich kriminell wieder. Ja, du, ne? Mister. Mister Zombomatic. Ich werde jetzt erstmal in diese Richtung kicken. Pam. Oh, Volltreffer. Wunderschön. Und... super. Schnell weg hier. Wow. Boah, fast wäre ich in Lava gefallen. Puh, so, weiter geht's. Sie müssen jetzt hoch schnell. Und ab. Boah, da ist nichts. Gut. Wir haben ja noch so Verteidigung Lava. Wir haben kein Schwert, ey. Wie doof bin ich denn, dass ich hier runtergehe ohne Schwert? Na komm, wir machen jetzt mal warm und whoop. Wenn wir wenigstens Musik haben, von wegen Minecraft und so, ne? Weil Minecraft-Musik ist cool. Ja, ja, ja. Oh!
Weg damit. Der Schund muss weg. Aber ich mag die AI eigentlich. Die ist schön. Damit kann man die Monster schön verarschen. Abgesehen von den Creepern, die haben keine besonderen... Okay, haben die wohl. Aber die sind nicht sehr besonders schlau. Ja, wäre auch doof, wenn die Creeper schlau wären. Das wäre ja fatal. Wenn die einem überall hin folgen würden. Also Zombies und Skeletors, okay, aber... Ja, weil die waren ja auch Menschen früher. Also die Zombies und die Skelette waren ja auch früher Menschen. Also, grob gesehen. Rechts von mir... Ne, oben ist einer. Da kommt gleich einer hoch. Cool. Ich höre über mir ein paar Zombies. Weil ich laufe ja direkt unter... Boah, wenn ich mal vorstelle, wenn ich einen tiefer gegraben hätte bei meiner Falle, schon wäre ich Durchbruch hätte. Oder ich hätte einen Durchbruch erlangt. Das war nur nicht Mausgerät. War alles geschätzt. Einfach mal gedacht, oh, okay, ist er aber auf. Okay, wir wollen ja jetzt da oben hin. Okay, was machen wir jetzt? Wie machen wir das am besten? Wir brauchen auf jeden Fall so. Hier brauchen wir einen Boden. Bam, bam. Dann brauchen wir hier frei. Dann müssen wir uns hier hochbuddeln. Bam, 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 bam. Komm schon. Jetzt hier hoch und hier drauf stehen bleiben. Jetzt können wir hier nämlich alles reinkippen. Oh nein, scheiße. Bam, jetzt steht da Lava. Und wenn die Lava steht, können wir jetzt Wasser draufkippen. Und ich hoffe, wir treffen jetzt auch. Oh nein, geht doch. Und dann müssten wir ein fertiges Höllentor haben. Hooray. Lassen wir uns zur Gewinnung mal rausboxen. Machen wir weg. Bam und bam. Buff dich und buff dich. Boah, schön, schön. Hier oben muss auf jeden Fall noch Clean Stone. Nein, I think not. Scheiß Creeper. Ich sehe dich. I can see you. So, was haben wir denn hier alles? Wir haben hier Pfeile. Bam, bam, bam. Nicht Pfeile, Stickies. Dann haben wir hier Mob Drop. 1, 2, 3, bam, so. Da, die nehmen wir mit. 3 brauchen wir ja höchstens dann. Bam, bam, bam. Komm, bam, bam, bam. So, barf dich. Oh. Geil. Haben wir es richtig verdient, die Punkte. So, jetzt machen wir uns ein Feuerzeug und begeben uns in die Hölle. Denn ich brauche unbedingt Lightstone hier für die vier Blocks, die da oben dran sind. Deswegen habe ich oben auch noch einen halben Stein freigelassen. Und so, was haben wir hier? Nein, hier auch nicht. Wir haben hier drin, auch nicht da drin. Bam. So, ein davon und ein davon, davon. So, und dann, wie war das nochmal? Oben das und unten das? Nee, das, das. Ja, geil. Einen Moment, ich geh mal kurz mal Bein auseinander machen. Ich bin hier gerade im Schneidersitz und das klemmt mir alles ab. Gut, da ist nichts drin. Rennen können wir nicht mehr. Machen wir hier. Jetzt haben wir 13 Herz, 13 hier. Ne? Und geil. Jetzt haben wir hier unser Höllentor, aber ich finde das Lager hier einfach geil. So, bevor wir in die Hölle gehen, also ich weiß nicht, ob ich irgendwie dumm bin oder so, jetzt werden wahrscheinlich alle schreiben, ja. Wir brauchen natürlich ein Schwert und Waffen. Ohne Spitzhacke, aber Spitzhacke haben wir ja. Komm hier runter. Los. Hausch. Die Eimer, die lassen wir mal hier, denn Lava haben wir da ja. Jetzt haben wir zumindest eine unendliche Lavaquelle. Alias Hölle. Und es wäre cool, wenn die Lava wenigstens in der Hölle wieder zusammenfließen würde.
Das wäre cool, damit da aber keine Lücken entstehen. Gut, was wollte ich jetzt noch machen? Ich wollte ganz klar, es ist, ne, ihr wisst schon. Ach ja, ich wollte ein Schwert machen, Alter. Was für ein Blackout war das denn jetzt? Wir brauchen Cobblestone. Stickies. 4 Stück haben wir. Machen wir mal 2 Schwerter. Sagen wir das hier. Flint and Steel behalten wir aus dem Grund, dass vielleicht ein Ghast unser Tor kaputt schießt. Und dann haben wir natürlich nichts mehr. Und dann müssen wir ja irgendwie wieder rauskommen. Dann müssen wir irgendwie versuchen, dass der Ghast das Tor anschießt, dass es wieder angeht. Und ich will eigentlich eher weniger mehr was mit dem Ghast zu tun haben. Jetzt wird erstmal die Frame-Einbruch sein, totaler. Wir haben jetzt gerade 8 Frames und in der Nähe muss erstmal alles aufgebaut werden. Ja, und jetzt alles aufgebaut. Okay, wo sind wir? Haben wir irgendwo Leier, geil. Lightstone ist da. Ja, mal hier hoch. So, und so, und so, und so. Yeah, yeah, und hab schon so gesagt. So und so, yeah. So, hier erstmal. Oh, so, perfekt. Jetzt gehen wir hier rum und farmen uns den Lightstone ab, den ich will Lightstone. Mindestens brauche ich 6. Boah, brummen die. Was fallen lassen die fallen? Also ich höre noch keinen Ghast. Ja, die lassen noch mehr von sich fallen, merke ich gerade. Aber ist ja bei Slimes normal. Ich glaube, die lassen diese komische Magma-Creme. Nee, nicht Magma-Creme, aber so ein komisches Magma-Zeug. Okay, was haben wir jetzt fallen gelassen? Außer XP? Nix. Ich glaube, mit den Herrschaften lege ich mich erstmal nicht an. Oh, es war eigentlich eins falsch, aber egal. So, und bam. So, die machen wir einfach kaputt. Klingt wie Scheiben. Früher waren die ja auch Scheiben, also früher. Jetzt sind es Blöcke geworden. Also Steinblöcke. So, so. Aber ich weiß auch früher, ich weiß nicht, wer es noch weiß, aber früher musste man die, früher musste man 9, also 3x3 musste man die craften, damit man die bekam. Also, ja. Heute ist das sozusagen ein bisschen leichter gemacht worden, dass man nur 2x2 machen muss, damit man einen 9 bekommt. Und die lassen auch so viel fallen, haben die früher nicht gemacht. Ah, geil. Ist mal ein bisschen dunkler, aber nun gut. Komm, gib's mir. Ja, schön viel Lightstone Dust. Wie viel die fallen gelassen haben. Ja, da kann ich ja mehr als eigentlich da hangen machen. Da komme ich direkt wieder raus aus der Hölle. Denn mehr wollte ich eigentlich hier gar nicht. Ich wollte jetzt... Obwohl so 2, 3 von denen umbringen? Die lassen nämlich schon schönes Pulver... Ah, ich habe eh keine Äpfel. Weil die da kann, mit denen kann man nicht gut golden Äpfel machen. Weil die haben ja diese, die lassen halt diese komische... Goldträne, Fallra. Ups. Ja. Danke. Bam. So, zu. Ab der Fisch. Oh, ich hab da hinten. Boah, was für ein geiles Höllentor. Direkt hier so ein Ding entdeckt. Nur noch irgendwie da hinbauen und. Ah, geil. Das ist so super. Boogly, 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 boogly. Ich habe auch schön Speicher voll. Das heißt, ich kann schön lange aufnehmen, weil ich meine... Moment, was haben wir denn hier? Hier ist erstmal nichts, aber ich habe ja gar keine Waffen gebraucht. Wir haben 31 behalte ich erstmal. Gut, dann machen wir so. 32 habe ich. Und dann machen wir mal hier. So, machen wir das mal weg.